Grünkohl, Palmkohl, Eier, Olivenöl, Talleggio, Käse, Kürbiskerne, einen Topf Wasser zum Kochen aufsetzen. Den Backofen auf 200 vorreisen. 125 Gramm gemischtes Blattgemüse, zum Beispiel Grünkohl und Palmkohl, waschen und in Streifen schneiden. Ins kochende Wasser werfen und die Minute blanchieren, dann sofort abgießen und in einem Sieb unter fließendem kalten Wasser kühlen. Die Blätter vorsichtig mit den Händen ausdrücken, bis das meiste Wasser abgetropft ist, und beiseite stellen. In einer großen Schüssel 6 Eier verquirlen, das Blattgemüse unterziehen und großzügig mit Salz und Pfeffer würzen. 2 Esslöffel Olivenöl in einer ofenfesten 22 cm Pfanne erhitzen, sobald Bläschen aufsteigen, die Eigemüsemischung hineingießen. Bei mittlerer Temperatur 2 Minuten garen. 150 Gramm Talleggio oder anderen leicht schmelzenden Weichkäse in Stücke brechen oder schneiden und über die Eier und das Gemüse verteilen. Mit 3 Esslöffel gehackten Kürbiskernen bestreuen und im vorgeheizten Ofen 12 Minuten backen, bis die Eier leicht gestockt und die Käsestücke flüssig sind. Für 2 Personen. Die Eier sollten nur leicht stocken. Garen Sie die Eigemüsemischung nur so lange, bis Sie das Gefühl haben, dass sie gerade schnittfest ist. Sie sollte sich weich und ein bisschen elastisch anfühlen. Es ist sehr wichtig, dass das Gemüse nicht mehr nass ist, wenn es mit den Eiern verrührt wird. Achten Sie also darauf, die überschüssige Flüssigkeit mit den Händen komplett herauszudrücken.